Servus Clubfans. Morgen Abend wird das Flutlicht hier angeknipst im Max-Morlock-Stadion. 25.000 von euch können wieder dabei sein beim Topspiel gegen den SSV Jahn Regensburg. Wir freuen uns sehr. Jetzt gibt's im Vorbericht alles Wichtige zur Partie. Die Oberpfälzer haben 8 der letzten 10 Spiele verloren. Zuletzt gab es 3 Niederlagen in Folge. Davor sind sie ja gut in die Saison gestartet, haben auch mit 42 Toren übrigens einen neuen Vereinsrekord aufgestellt, sind auch ganz gefährlich nach Standards. Und das alles weiß natürlich auch unser Trainer Robert Klaus. Da kommt auch was auf uns zu, was ich schon gesagt habe, gerade so diese Vertikalität, Direktheit im Spiel ins letzte Drittel, Kopfballstärke und die Spiele, die sie hatten, die waren auch alle knapp, auch wenn der Trend jetzt nicht gerade für sie jetzt in den letzten Wochen gesprochen hat, aber so ist das in dieser Liga. Das hatte ich auch nach dem KSC-Spiel schon angesprochen. Es gibt eine große Gruppe von Mannschaften, die sehr eng beieinander ist, was die Kader betrifft, was die Qualität betrifft und die Möglichkeiten. Und da gibt es dann auch mal Tendenzen und Strömungen. Wir haben gerade eine Mannschaft mit Kiel, die gerade viele enge Spiele gewinnt. Wir haben Regensburg, die gerade weniger Ergebnisse holt als noch in der Hinrunde, wo sie viele Spiele gezogen haben. Dafür haben wir Heidenheim, die genau den entgegengesetzten Weg geht. Wir haben aktuell ein paar Probleme, was so die Konstanz betrifft und auch die Ergebnisse nicht so gerade da sind wie noch in der Hinserie. Und das ist halt einfach dem geschuldet, auch dass diese Liga so eng ist. Und deswegen ist es trotzdem jedes Spiel ganz wichtig, dass man sich auf die Dinge konzentriert. Was macht der Gegner? Was muss man verteidigen? Das kann man selber nutzen und etwas weggeht von Trends und vor allen Dingen auch von Zahlen, von Ergebnissen sich nur blenden lässt, sondern einfach nur genau schaut, okay, was kann die Mannschaft und wozu ist sie imstande. Die Bilanz gegen den SSV Jahn Regensburg ist äußerst positiv für den Club. 37 Spiele haben wir gegen die Oberpfälzer absolviert. Da gab es 25 Clubsiege und nur 3 Siege für das Team von dem jetzigen Trainer Mehrzad Selimbegovic. Und vor nicht allzu langer Zeit, da gab es mal ein 2:2 Unentschieden. Und da schauen wir jetzt nochmal gemeinsam rein. Ein bisschen bayerisches Derby-Feeling im Frankenland. Der dritte Nürnberg empfängt den Überraschungsachten Jahn Regensburg. Und damit ist die Winterpause endlich vorbei. Der Jahn in Weiß-Rot mit der ersten guten Szene. Das ist Albion Vrenetzi. Sie in der Mitte, Marc Leis und der mit dem 1:0. Perfekter Abschluss. 6. Spielminute, Regensburg 1:0. Leis nach dem Motto, wer nicht fragt, bekommt keine Antwort. Das die Führung. Nürnberg im Winter, Cedric Teuchert verloren, aber mit Ulises Garcia aus Bremen und Federico Palacios 2 Bundesligaspieler geliehen. Plötzlich bekommt die Chance Michael Ischak. Penke ist aber da, die Gefahr aber auch weiter. Leibold und das ist Behrens. Der Ausgleich nur 4 Minuten später. Nach Ischaks Chance sieht es so aus, als wäre die Szene vorbei. Ist sie aber nicht, weil Nürnberg online bleibt. Und Leibolds Flanke ist top, kein Abseits. Penkes Pech ist Hanno Behrens Glück. 1:1. Dann ein kleiner Sprung, gut eine halbe Stunde gespielt. Gewitz gelöst von Regensburgs Vrenetzi. Wieder über rechts und in der Mitte ist Marco Grüttner wieder drin. 2:1 für den Jahn, 28. Minute. Wie sagt Horst Seehofer immer, man muss die rechte Flanke schließen. Nürnberg schafft das zweimal nicht und so geht Achim Beierlorzers Team verdient mit einer 2:1-Führung in die Pause. Durchgang 2 und Nürnberg will das so nicht auf sich sitzen lassen. Der starke Edgar Salli. Der Ball kommt zu Kevin Möwald. Kevin Möwald mit dem Außenriss und das ist wieder Edgar Salli. 2:2, das ist doch der Wahnsinn. Keine 5 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt. Möwald mit seinem ersten Assist in dieser Saison. Und der Club schafft tatsächlich den Ausgleich. Und das auch der Endstand. Dem Club ist der Punkt zu wenig. Für den Jahn ist er verdient. Möwald und Markreiter nach Spielende noch mit Streit. Wieso bleibt ungewiss. Könnt ihr euch noch an das Hinspiel erinnern in Regensburg? Das ging ja ebenfalls 2:2 aus. Da gab es auch eine rote Karte noch gegen Manuel Schäffler und die Tore aus dem Spiel, die schauen wir jetzt noch mal in der Zusammenfassung an.
Wir sind gespannt, welches der beiden Teams am Samstagabend wieder in den richtigen Rhythmus findet. Freuen uns drauf, dass ihr, dass rund 25.000 Zuschauer wieder hier zugelassen sind im Stadion. Ihr könnt euch natürlich die Infos da nochmal holen auf unserer Website, wo ihr auch das Spiel live verfolgen könnt, falls ihr es nicht schafft, herzukommen ins Achteck unter Flutlicht. Ist aber natürlich was, was man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte. Im Fanradio geht es um 20.15 Uhr los, da könnt ihr das Spiel auch live verfolgen oder natürlich auf den sozialen Netzwerken unseres Clubs. Wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf das Topspiel am Samstagabend und hoffen natürlich auf den Heimdreier gegen Jan Regensburg.